Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP RT Version 2. Leider heute mal wieder alleine mit mir. Ich habe Crazy angeschrieben, der antwortet nicht, aber mir sind die Folgen ausgegangen und ja, ich muss wieder aufnehmen. Ja, was könnte ich mal sagen? Wir haben mal hier die Koppelfabrik ein bisschen aufgemotzt und zwar auch artige Neotexture aufgestockt, die dann in dieses Cyclic Assembler gehen, kann ich mir kurz zeigen. Interface, die haben hier alle so ein Schematik drin. Ganz einfach gemacht, zeige ich mal kurz. Wenn man es dann auch richtig schreiben will. Ja. Wenn man es dann nochmal richtig schreiben würde. So ein Schematik wird ganz einfach gemacht aus zwei Papier und blauer Farbe, Blapes, irgendetwas Blaues halt. So, die kann man dann halt in der Machinist Workbench kann man die dann halt beschreiben im Rezept und die verbraucht nur ein bisschen RF, was wir jetzt dank dem Reaktor ja genug haben. Dauert halt nicht so lange wie bei den Auto Workbenches. Macht das Ganze doch schon erheblich schneller. Haben mittlerweile schon 5 von den 6 Fachkompressen, also wir nähern uns schon den 7-fachen. Ja, dann haben wir hier nochmal gerade eine kleine Elite Energy Cube gemacht für. Damit wir hier die Schuhe oder den Portable Teleporter mal aufladen können. Den haben wir dann mal auch runtergeholt von da oben. Ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Aufnahme gezeigt haben. Dann haben wir die Stromerzeugung von Mechanismen nochmal verbessert. Ja, da unser Windpark ja nicht mehr komplett ausreicht, haben wir nochmal die Frosty Farm mal wieder angeschmissen. Die Äpfel gehen dann hier in den schönen Crusher rein, der daraus Biofuel macht. Ja, das wird dann also über die Transferpipes von Extra Utilities in die Biogeneratoren gesteckt. Und die wird auch gleichzeitig wieder dann gesendet an die Forestry Farm. So, Holz geht dann hier rüber in diesen Redstone Furnace, der aus Charcoal macht. In die 4 Heat Generator. Ist jetzt keine Lösung für immer, aber naja. Wie man sieht, Holz kommt dabei auch genug rum. So. Hier der Teleporter dann mit der Verlenkung 4000. Der Rockcrusher läuft auch gerade. Wir sind nämlich gerade mal hier die Gregtech-Erze am Verarbeiten. Können wir noch gerade mitnehmen. Kann ich euch mal zeigen, wie wir das machen. Und zwar dieses Bauxit-Ohr steckt mir als zu Beginn in den Rock Crusher, wo daraus Crushed Bauxit Ore und Grossoladas wird. Das Crushed Bauxit Ore stecken wir dann in die Ore Washing Plant, wird hier drin gereinigt. Ja, habe ich schon mal schnell offscreen gebaut. Rezept zeige ich gleich. Braucht halt nur irgendeinen Wasseranschluss, habe ich dann in Aquarius gemacht. Ja, Crushed Bauxit Ore kommt rein, wird gewaschen und rauskommen. Da hat man es kurz gesehen. Stone Dust, Tiny Pile of Grossoladas und Purified Bauxit Dust. Den Purified Bauxit Ore. So. Purified Bauxit Ore kann man entweder in den Messerwetter stecken, kriegt man Purified Pile of Bauxit Dust. Meine Fresse, heute habe ich es aber auch wieder mit der Sprache. Oder, Alternative, Rock Crusher. Kriegt man zu 10%, glaube ich, wenn man das nochmal Titan raus. Kann man auch noch gebrauchen. So, der Impure Pile oder so wie der jetzt heißt, Purified Pile of Bauxit Dust, kommt dann in die Zentrifuge und wird hier dann gereinigt und wir bekommen rein Bauxit Dust und Tiny Pile of Titan Dust raus. So, den Tiny Pile of Titan Dust machen wir dann auch nochmal größer, also so ordentlichen Haufen. Ah ja, hier in der Truhe habe ich nochmal einen Portable Teleporter gemacht für Crazy. War aber bis jetzt noch nicht auf dem Server. Aber naja. Gut. Die Forestry Farm haben wir dann auch nochmal geupdatet. Na, ist da nicht richtig drauf. Ist jetzt gerade die größte, die es gibt. Na, so. Die größte Forestry Farm, die es gibt. Momentan läuft es halt nicht, weil da kein Fertilizer mehr drin ist, aber okay, passt schon. Ja,
Die Saplinge sind zwar schon voll, die Bevels, aber da habe ich jetzt ein Void-Upgrade reingesteckt. Sieht man jetzt, glaube ich, gerade gar nicht. Ne? Da ist jetzt ein Void-Upgrade drin. Was heißt, wenn das Bevel voll ist und da noch mehr Sitzlinge rein wollen, werden die automatisch gelöscht. Ja, weil mehr Sitzlinge braucht man wirklich erstmal nicht. Und wenn, dann kann man jetzt immer nochmal das Upgrade rausholen. Also, das reicht jetzt erstmal. So. Na, hier haben wir den Teleporter. Für das Stück hat er jetzt ein bisschen Energie verbraucht. Er hat schon vorher abgezogen bekommen. Ja. Was machen wir heute? Gute Frage. Ich bin gerade so ein bisschen planlos in die Aufnahme gegangen. Da wir gerade bei der GravTech Air zur Arbeitung sind, würde ich sagen, machen wir da noch ein kleines Stückchen weiter und machen die nächste Industrial Maschine. Und zwar den Industrial Electrolyzer. So, wie wird er gemacht? Der braucht 2 Advanced Circuits, 4 Stahlplatten, ein Automatic Extractor oder Extractor, einen Electrolyzer und einen Magnetizer. Ja, fangen wir da mal an. Also, fangen wir mit dem Extractor an. Wir brauchen das Steel Machine Öl. Wo haben wir das? Haben wir das Steel? Da. Wieso machen wir das jetzt nicht voll? Gut, wir brauchen noch ein Circuit. Und wir brauchen ja noch 2 für die Advanced Circuits. Und wir brauchen jetzt 3 Tabs. Da haben wir hier in der Sommel haben wir noch ein bisschen Holz. Gut. In der nächsten Aufnahme sollte dann auch mal das automatische Craften rankommen. Wird langsam wieder mal Zeit. So, der Automatic Extractor. Einmal bauen. Haben wir. Gut. Dann brauchen wir einen Electrolyzer. Der braucht ein Basic Machine Casing, Copper Cable, noch ein Circuit und 2 Empty Cells. Basic Machine Casing. Haben wir. Dann ein Circuit haben wir noch. Empty Cells sind 2 Tintplatten. Haben wir da noch welche? Ja, komm, machen wir mal hier das Tint weg. Obwohl, können auch gleich mal ein paar mehr machen, aber da Vorrat. Nein, nicht in die Eiermüll. Wo ist die Plate Bending Machine? Da. Ich glaube, das sollten wir endlich mal beschriften. So, in der Zeit kann ich schon mal die Copper Cable machen. Da wurde ich gerade auf 7 angeschrieben. Bin gerade in der Aufnahme. Kann jetzt nicht. Und in Steam mal auf Offline setzen. Ah, komm, wenden wir es gleich. Gut, sorry für die Unterbrechung. Okay, wo waren wir jetzt dran? Electrolyzer wollten die Copper Cable machen. Das waren 4. Haben wir. Und das war es dann eigentlich schon soweit. Jetzt brauchen wir nur noch die Cells. Nicht in den Kompressor. So, wie sieht das hier dann aus? Ja, passt. Ja, ich bin momentan wieder auf mehreren Baustellen. Aber irgendwann wollen wir mal hier die Erze fertig haben. Aber das ist mal ein bisschen heller. So. Laden wir hier nochmal nach. YouTube. Mach dann später. So. Ach, da funktioniert das ja nicht mit dem Circuit. Interessant. Na gut, wir brauchen 2 Zellen. Einmal
Oder brauchen wir noch einen Magnetizer? Nö, da braucht man keine, gut. Dann schmeiße ich da jetzt gleich nochmal was nach an Zinnplatten. So, dann sollte hier der Elektrolyzer auch fertig sein. Jetzt brauchen wir noch einen Magnetizer, noch ein Basic Machine Casing haben wir. Zwei Iron Fences haben wir noch. What's nope. Wir brauchen. Reicht das? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber es sollte. Rod. Gut, reicht. Magnetizer. Haben wir. So, das kann jetzt mal da rein. Reicht das schon? Nein, da fehlen jetzt noch die Advanced Circuits. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Lapis Dust. Natürlich fehlen uns jetzt noch ein Circuit. Jetzt fehlen sie natürlich noch das Redstone. 1, 2. Na, jetzt war natürlich alles kaputt. So. Wo ist der Lapis Dust? Da. Zweimal. So. Jetzt aber. Was fehlt jetzt noch? Eine Stahlplatte, ne? Das ist eine Ironplatte. Da waren sie doch. So, Industrial Electrolyzer haben wir. Der Electrolyzer. Setzen wir mal dahin. Lädt sich auf und einsatzbereit. In dem Electrolyzer können wir jetzt. Moment, nehmen wir doch mal direkt mit. Bauxit, Großsolar. Na komm, nehmen wir mal Großsolar das mit. Wenn wir jetzt mal das Rezept für Großsolar das anschauen, was man damit machen kann. Man kann es in Small Pile wieder setzen oder in Tiny Pile. Wollen wir aber nicht. Wir wollen es lieber hier direkt weiterverarbeiten, denn aus 20 kriegen wir 3 Calcium. Ja, 3 Calcium, 2 Aluminium, 3 Silikon und 6 Compressed Air Cells. Bloß Problem, wir brauchen dafür 6 Empty Cells. Tun wir aber das schon mal rein. Ne, ich dachte, ich glaube, das bewegt. Das war der Messerwetter. Ich will davon, dass er die Sauerstoff was so macht. War ja irgendwie klar. Ich kann auch mal gerade so ein paar Rezepte zeigen. Ja, aus Electrolyze Water macht er das. Aus Water Cells macht er Electrolyze Water. Aus einem Water Bucket und einer Zelle macht er Electrolyze Water und den der Bucket wieder. Aus Bone Meal kriegt man Calcium. Aus Sand Silikondioxide. Aus 20 Glycerylzellen kriegt man 3 Carbon, 5 Hydrogen, 3 Nitrogen und 12 Empty Cells. Aus Chromit kriegt man Chrom und Iron und Air. Enderpearl das kriegt man Beryllium, Potassium und Nitrogen. Charcoal das kriegt man Carbon Dust. Aus Coal das kriegt man 2 Carbon Dust. Sodium Sulfide, Sulfur, Sodium Dust. Und so weiter und so fort. So. Ja, was ist das jetzt hier? Red Granit, das Potassium, Felsbar und Aluminium. Olivine. Stain. Ja, hier sieht man auch, dass man Stainless Steel das hier auch wieder in die Einzelteile zerlegen kann. Amethysten. Calcit. Lazurit kriegt man hier Alu, Silikon, Calcium und Sodium. Das Jod haben wir alles noch nicht. Brauchen wir noch nicht. Jod.